By the middle of the 21st century, having bled Earth dry, mankind was on the verge of collapse. Then a startling discovery was made. Beneath the sands of the earliest known human civilization, traces of another, even more ancient, but technologically advanced civilization are uncovered. The profound scientific implications of this discovery would lead humankind to the far reaches of the universe. Everything seemed perfect, but perfect never lasts. Without warning, the Earth was attacked by a chaotic horde of marauding aliens. Within 3 years, humankind was staring into the face of its own annihilation. In desperation, the world leaders turned to their last chance, an ancient artifact called the Time Lock. They believed this relic from a long-forgotten race was a portal to a point in ancient history and their only chance for survival. If only they knew how to turn it on. Zone perimeter, switch to surface scanning. Surface scanning on. Activity nominal. What? No hospitality today? We have contact. 2 o'clock, closing in. Sit tight, we got company. Jesus Christ! I can't believe I'm out in the shit on my birthday. I'm supposed to be doing blow off a stripper's ass right now. Man, I hope you got me a good present, Stone. All right, Alpha, listen up. Bravo team was protecting a scientist in one of the old museums in Cairo, but HQ lost contact around 0900 hours. Mensa wants to fry the Earth, and we're protecting a museum? This guy thinks he can figure out how to power up the time lock. Bullshit. Research don't kill aliens. Big guns do. Whatever. Time machine or no, Bravo's out there alone. We get in there, we recon Bravo, we go home. If everything goes tits up, the professor is our top priority. Are we clear? Clear as gnar shit. Rodriguez? Warning. We've got incoming. Phase of action. Let's hope they can read a map. Hallo ihr Lieben, ja, zu einem neuen Let's Play Serious Sam 3 und irgendwelche Buchstaben, die ich jetzt gerade nicht weiß, zusammen mit dem lieben Dekto mal wieder. Hallo. Ja, das ist eine ganz spontane Idee und ja, ich bin dafür, dass du vorläufst, weil ich schon weiß, was um die Ecke wartet. Die Buchstaben sind übrigens BFE. Achso, ja, hatte ich jetzt nicht drauf. You ought to be more careful. You'll put an eye out. Ja, bewirf mich nur mit dem scheiß Ei, Auge, Ja, ich hab nicht sonderlich weit gespielt. Ich weiß nicht, wie weit der Dekto gespielt hat bis jetzt. Das Spiel mehrfach durch. Okay, ich noch überhaupt gar nicht. The chopper's Fubar. I ended up a few blocks away. I'm gonna rendezvous Alpha now. Stone, how many times do I have to tell you to wear your seatbelt? Eat me, Rodriguez. What's your 20? We're in front of the museum. You know, where we're supposed to be. Where the hell are you? Stay put. I'm on my way. Roger that. Ja, gut. Also, bis hier bin ich gekommen. Oh mein Gott, da kommt schon wieder so viel. Und es ist schon platt. Aber ich höre immer noch. Voll viele. Okay, voll viele ist. Hier vorne, gut. Ein Freund von dir? Ja, super.
Auf jeden Fall ist dieses Spiel blutig. Guck mal, was da hinten ist. Und oh mein. Das Ding sieht mich aber nicht, oder? Nö, das kommt nachher erst dran. Oh, Mami. Sagen wir mal hier vorne die Gesundheit ein, wenn wir gerade haben. Was? Sagen wir mal da die Gesundheit ein. Oh, da ist die Gesundheit. Okay. Ja. Wie ihr seht, erschrecke ich mich. Ja, schon wieder. Ah, sehr schön. Blut. Und ja. Ich weiß nicht, wie wir jetzt, also beziehungsweise wie ich auf die Idee gekommen bin, das jetzt schon wieder aufzunehmen, aber da das sowieso jetzt für mich blind ist, für ihn nicht, oh mein Gott. Tja. Ja, das ist echt abartig. Ja, aber ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Alle anderen Spiele wolltest du nicht, also wird jetzt das Spiel gemacht. Genau. Da hört ihr es. Gott, sind die eklig. Vor allem, er bewegt seinen Hammer von ganz alleine. Ich mach noch nicht mal was. Und er hebt schon die Arme hoch. Was? Oh Gott. Kannst du denn Einstellungen ausstellen? Ja? Ich muss nachher mal gucken. So, jetzt ist doof, aber was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da. Lass mich bloß nicht alleine. Ich schreie. So? Oh, shit. Auf welchen Schwierigkeitsgrad spielen wir, so damit ich das mal den Leutchen sagen kann? Du hast es ja eingestellt. Testweise erstmal auf leicht für dich. Das ist nett. Um dich ans Spiel zu gewöhnen. Dann werden wir, denke ich mal, später ein bisschen höher gehen. Ih, was ist das denn für ein Ding? Wenn ich den Namen jetzt noch wüsste. Ah, das ist ein kopfloser Soldat, der vom Mantel hingerichtet wurde. Du kannst jetzt die mittlere Maustaste drücken. Ja. Dann kommst du in ein Menü, wo deine Waffen und Gegner angezeigt werden, mit Informationen zu diesen, die du schon gesehen hast. Ah, okay. Okay, weg damit. Das kann ich euch ja später nachher nochmal zeigen, wenn ihr Bedarf drauf habt. Also, ich nicht gerade. Ich bin gut eingedeckt. Oh Gott. Bisschen. Oh Gott, was ist das? Guck mal. Was? Was ist das bitte? Was ist das? Den Freund bekommen wir nachher auch noch zu Gesicht. Was? Mann. Alter, der hat das Haut einfach mal so pulverisiert. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was ist das? Rüstung. Ah, okay. Ja, ich weiß noch gar nichts. Und ich weiß nur, dass ich das echt eklig finde. Tintenspiel, wie du gesagt hast. Da sind zwei andere Glotzkowskis. Da vorne, da vorne, da vorne. Ah, Geronimo! Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Oh mein Gott, geh weg! Definitiv zu viel Blut, definitiv zu viel Blut, definitiv zu viel Blut. Willst du nicht auch mal einen Gegner töten für deine Zuschauer? Hab ich doch! Die sollen sich mal nicht so anstellen. Zwei so, pro jetzt Folge muss ich mal kurz gucken, wo ich hier langkomme nochmal. Da ist auf jeden Fall Leben. Ach, hier vorne. Auf jeden Fall weiß ich, na, wenn der den Hammer schwingt, habe ich richtig zu kämpfen. Oh, schießen. Die schießen kann ich. Schießen ist gut. Die Pistole hat unendlich Munition. Was der gerade gesagt hat. Extra Life. Wie geil ist das denn? Wer schreit denn da? Wer schreit da? Lass die nicht auf dich zukommen. Das sind Suicide Bombers. Oh Gott. Ich nehme jetzt die Knarre. Was? Geronimo. Oh Gott. Eure Mutter. Wieso sterben die nicht? Oh mein Gott. Mehrfach draufschießen. Deine Mutter. Ah, mich erwischt. Deine Mutter. Ja. Bei dir sterben sie, bei mir nicht. Das ist gut. Du musst auch treffen. Oh. Was? Triffst du überhaupt was? Nein. Ich hab gar nicht das Gefühl. Was? Wo schreit denn das so wieder, Alter? Davon wirst du sehr viel genießen, Bücher. Alter!
Was sind das für welche? Gott! Ey, wo bist du da? Enthauptet der Kamikaze, falls du es genau wissen willst. Oh so heißt Gott. Die. Oh. Ich krieg grad so eklig Gänsehaut. Oh. Was? Oh Gott. Ich war's doch nicht. Was? Wo schreit einer? Da. Oh Gott. Ich will jetzt schon nicht mehr. Bei jedem Spiel, wo ein bisschen Blut ist, ja? Das liegt nicht am Blut! Sondern? An den Dingern! Ah, hier ist das, was blau ist. Falls du es auch siehst. Ja. Okay. Ist immer für uns beide da. Okay, das ist cool. Was? Oh Gott! Oh! Nein! Oh Gott, ich hab Angst! Lass mich doch einsammeln! Sind wir jetzt schon hier? Da hinten ist rot. Ich will aber nicht allein bleiben. Also, die Bombers nicht im Nahkampf platt machen. Ich hab jetzt. Was? Put a sock oh Gott. Oh. Was? Nein! Hä? Komm, ja. Guck mal hinter dir! Hinter dir! Oh mein Gott, wie viele? Das sind doch viele. Nein, ich will nicht. Ich will das ehrlich nicht. Nein. Es ist doch auf leicht. Ja, zum Glück. Beschütz mich. Oh Gott. Rechte Maustaste kannst du auch selbst noch ziehen damit. Ja, super. Und Fadenkreuz, also Kimbo und Korn. Ah, ja, hier sind wir. Wie viele waren das bitte? Ich hab nicht mitgezählt. 20, gerade mal. Quinn, I've got a visual on the chopper. What's Alpha's status? I lost contact. In pieces. God damn it! Extra life! Any survivors? Negative. It's too hot out here to hang around. I'm heading inside to find Professor Stein. Copy that. Das ist so geil. Watch your six. That place is jetzt erstmal ein bisschen hier rumlaufen und gleich Gegner töten. Dead aliens. Oh Gott, da kommen ja schon wieder welche. Da. Also wenn es dir hilft, rein theoretisch müsste bei dir die automatische Zielhilfe mit an sein. Ich hab keine Ahnung. Bitte keine Schreihälse, bitte keine Schreihälse. Ich bin empfindlich. Ich muss uns wieder leider anfangen zu heulen. Da kommt so ein riesen Typ. Nicht im Nahkampf, Rückwärtsgang. Ich hab die nicht mitgekriegt. Was? Von wo kommen die? Überall. Scheiße. Die nicht im Nahkampf. Ja, ich hab die nicht gesehen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hilfe. Ich hab Angst. Ich seh gar nichts. Komm mal mit hier, Rosmo. Schnell. Oh ja. Ich hör schon wieder irgendwen. Da sind noch Sachen und... Ja, den nehmen wir am besten mal mit für drinnen. Okay. Ich bin voll entspannt und... Okay, ja. Alles gut. Ey, ich höre ihn immer noch schreien in meinem Ohr, ey. Ich weiß sowas, was... Oh Gott. Guck mal, da hoch. Ich will nicht... Was? Wo? Ich sehe nicht. Guck mal, ein Fenster. Fenster? Jetzt siehst du nicht mehr. Ja. Yeah. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Oh Gott. Kannst auch mit Hammer machen. Mit Hammer geht die leichter zu, bist du. Ich merk schon. Die laufen gegen die Wand, voll wie die voll
Horses. Ja, wie gesagt, wie ihr seht, seht ihr nichts. Total unnötig. Okay. Time to do a little research. Dunkle, enge Räume. Nein. Doch. Bitte nicht. War das jetzt das erste Kapitel sozusagen? Das war das erste Level, ja. Okay, dann mache ich hier kurz einen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder. Bye, bye.